Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem DEL2-Hauptrundenspiel zwischen den Bietigheim Steelers und den Fishtown Penguins. Endstand vor 2700 Zuschauern, 2:3 nach Penaltyschießen. Hier vorne bei mir die beiden Trainer, zu meiner Linken Mike Stewart, Coach der Gäste, und zu meiner Rechten Kevin Godet. Mike, als Gast hast du natürlich das erste Wort. Glückwunsch zum Sieg. Wie sahst du die Partie? Danke, guten Abend. Ja, wir haben schon gewusst, dass es wird ein hartes Stück Arbeit hier in Bietigheim. Es ist eine sehr gute Mannschaft und vor allem unser erstes Mal in neuer Halle, muss ich sagen, es ist echt schön, gut gemacht. Von unserer Seite, ich glaube, wir sind energetisch und sehr aggressiv im Spiel gekommen. Unser Vorchecking war effektiv. Penalty-Killing hat viel Arbeit heute gehabt. Aber sie sind gut gestanden. Ich glaube, das war von der Mannschaft eine sehr, sehr starke Leistung. Und vor allem Langmann war wieder sehr stark und hat super gehalten. Bietigheim ist eine gefährliche Mannschaft. Und wenn die Scoring-Chancen heute gekriegt haben, Langmann war der Endstation und sehr, sehr gut gespielt. Beide Mannschaften haben gute Möglichkeiten. Ich glaube, ja, in beide Richtungen, alles war offen. Für die 3 Punkte nur in den ersten 60 Minuten. Overtime auch beide Seiten. Und dann im Penalty-Schießen. Wir haben ein bisschen mehr Glück gehabt. Und wir können nur sagen, wir sind froh, dass wir können die 2 Punkte zurück nach Bremerhaven mitnehmen. Danke. Vielen Dank. Ja, Kevin, wie lautet dein Fazit nach dieser Niederlage? Ja, schönen guten Abend. Glückwünsche an Mike und seine Mannschaft. Wir haben gewusst, dass heute wird schwer. Die Bremerhaven hat, ich denke, ein paar Tage früher gekommen, auch in Garmisch. Und natürlich, sie wollte unbedingt heute alles geben. Und das war ein Schlag. Beide Mannschaften hat gekämpft für jeden Zentimeter. In dieser Liga, man muss wirklich glücklich sein, wenn du kannst mit einem Tor gewinnen. Mannschaft wie Dresden und Garmisch sind viel besser als letzte Saison. Und das bedeutet, alle können spielen. Und alle, ob du bist zu Hause oder auswärts, es ist verdammt schwer zu gewinnen. Und wenn du kannst ein Tor mehr haben, man muss glücklich sein. Und wir hätten Chancen, diese ein Tor zu machen. Es ist schade nach die 2-1, dass sie haben sofort diese 2-2 gemacht. Natürlich gut für Mike und seine Mannschaft, aber für uns, das war ein Killer. Das war so ein Schlag nach die 2-1. Wir mussten einen Weg finden, dieses Spiel zu Hause zu bringen. Aber war nicht der Fall. Wie gesagt, Landmann hat auch ein paar Burst Saves gemacht, Joey auch. Und es ist so, ein Punkt ist besser als nichts. Dankeschön. Danke dir, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja, Kevin, Frage nach der Konstanz von Joey Vollmer, die ein bisschen up and down geht. Wird da auf dem Transfermarkt geschaut? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, freie Kandidaten? Oder was muss man jetzt noch tun? In dem Moment, wir versuchen, dass er kriegt mehr Ups als Downs. Und wir versuchen jede Woche an das zu arbeiten. Hast du recht. Manchmal ist er top und manchmal ist es nicht so gut. Aber in dem Moment, wir versuchen einfach, ihn zu verbessern. Frage? Ja, Frage nach den Ergebnissen im Penaltyschießen. Diese Saison noch kein Sieg. Letzte Saison auch nicht unbedingt erfolgreich. Liegt es am Glück? Fehlt uns der Killerinstinkt? Was machst du als Ursache aus? Meine Meinung, ich kann nur meine Meinung geben. Hast du vielleicht recht, Killerinstinkt ist ein gutes Wort, aber man muss auch die Nerven haben. Es ist nicht ein Killerinstinkt. Man muss froh sein, wenn man geht, in ein Penalty zu nehmen. Und viele Spieler wollen nicht Penalties nehmen, weil sie haben Angst, nicht Tore zu schießen. Und wenn du hast Angst, es ist sehr, sehr schwer, ein Tor zu schießen. Und das ist ein Talent, sagen wir, in einem Spieler. Und diese Eiskaltschnaugigkeit, sagen wir. Und letzte Saison, das war genau die Sache. You know? Die Rodman-Brüder auch, Fenton war kein Penalty-Schießer. Ne? So, das ist ein Talent. Und ich habe gehofft, dass diese Saison hätten wir ein paar. Ich meine, Squires im Training auch normalerweise hat diese Nerven. In dem Moment, wir haben Pech eigentlich, auch in Dresden. You know, wir haben Chancen und es ist so in dem Moment. Aber Penalties zu trainieren, du kannst trainieren das für 2 Monate. Ja, das kommt von den Nerven.
Und dann, you know, du verlierst und du verlierst und du verlierst. Und das nächste Mal wie heute, alle sind da und die Hände sind so eng. You know. Es ist nicht einfach. Schlittschuh anziehen? Ja. Okay, weitere Fragen. Die gibt es nicht, ja. Für uns geht es am Freitag wieder weiter. 19.30 Uhr hier dann in der EGETRANS Arena zu Gast, dann die Lausitzer Füchse. Und unseren Gästen und ihrem Trainer wünsche ich einen guten, langen Nachhauseweg, vor allem staufrei. Und viel Erfolg in den nächsten Spielen. Uns allen einen guten Start in die nächste Woche und bis hierhin, nächsten Freitag in der EGETRANS Arena. Dankeschön.